Wir mussten gerade unser eigenes Grab schaufeln. Sind dem kurz nochmal davor entkommen. Max halt hat halt Glück. Aber wir wissen ja auch schon aus der Zukunft, er hat's überlebt, da wir uns ja jetzt in der vermutlich, also höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit befinden. Tja. Den Drogendealer haben wir auch nochmal gesehen. Er trauert sehr um seinen Sohn, aber letztlich hat er es selbst so gewollt. Mist. Okay. Pistole nehmen wir. Der Auto 9mm. Haben wir ein goldenes, also von der Auto Millimeter. Haben wir ein goldenes Teil gefunden, das war eine recht gute Waffe. Hatten wir schon mal. So. Was hast du noch? Munition? Ja, hier werden die Skulpturen, die auf den Gräbern stehen, angefertigt. Sehr interessant. Also da geht's Employee intro. Ork hieß das nicht. Ork. Leichenhaus, genau. Genau. Schön. Beziehungsweise auch nicht. Oh, was war das? Auf jeden Fall ein Stunt von der Move. Tja, der Tod ereilt uns auf dem Friedhof hier nur sehr oft. Was für eine Ironie. Oh Gott, jetzt bin ich gerade unter dem. Da weiß gar nicht die KI, was vor Schreck machen soll. Tja, er ruft seinen Kollegen um Hilfe. War jetzt aber vollkommen vergebens. Ach, hier ist ein Painkiller. Das hätte ich aber auch mal früher sehen können. Wo ich schon da drinnen stand und das Gebäude analysiert habe. Geht's wieder ins Leichenhaus. Morgue. The morgue. How appropriate. Jetzt. Ach, er hat nur mal schön seine Knarre auf dem Tisch abgelegt. But I thought the murder-suicide thing was a long way off. Tja, wir machen alle schwere Sachen durch. Grief. Ja, ist natürlich jetzt auch hier kein schöner Anblick. Painkiller. Ein paar Hinweise vielleicht. Wäre nicht schlecht, gerade bei dieser Situation jetzt. Weil eigentlich wissen wir ja aber alles, was wir wissen müssen momentan. Den Grund für sein Auftauchen. Hey, this way. Up there. Go on. Go, go, go. You can go first. Yeah, but gentlemen, thank you. This place looks about as good as any to make a stand. At least the coroner won't have to go far to go to work. Like I said,
Passo's always had a good sense of humor. Ja, we gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Huh. All right. Spread out! And clear every room before you move on. We don't want to miss these damn fools. Our SOS was gonna have to wait. Wie immer. Das ist super. Ich beeile mich. Komm schon, komm schon, komm schon. This was the place, if not the time to play my dirge. Ja, vor allen Dingen. It didn't come out right, but I wasn't in much of a state to do anything. Apart from kill people. Maybe that's the only thing I'm good for in any circumstance. Zum Glück ist er nicht runtergekommen. Kommt noch hoch, dann ist das unfair hier. Find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, the things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again. Kapitel 9. Selbst am anderen Ende der Welt. Still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is I didn't understand the language. Vá lá, tranquilo, tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo. That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I've been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Jetzt sind wir wieder. Mist. Das sind tote Leute von denen. There was a danger of this starting to get too real.
cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it would be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. Okay, jetzt geht's. Und? Komm schon. Naja, mit der Pistole kannst du ja nicht wirklich aufräumen. Ich brauche was anderes. Deshalb runter hier. So. Oh, hier wird ordentlich gekämpft. The place was swarming with cops, but they weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Na gut. Wir brauchen uns jetzt gar nicht um die zu kümmern. Auch mal was Neues. Ist der hier? Ne, hier sind mehrere Hubschrauber auch unterwegs. Infiltrieren. Infiltrieren. Ach Mensch. Giovanna und Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Na komm, das kriegen wir auch noch hin. Schnell runter hier. These raids, Rena-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Anyone was fair game, as I was about to find out. Oh. Das ist ja... Die Polizei hier geht noch ein bisschen anders vor als bei uns. Gut. Oh, was haben wir hier? Geht's ein bisschen den. Gibt ein bisschen Popo-Klatsche hier. Ach cool, was ist das hier? Das. Naja, wenigstens kündigen sie sich an. Durch andere Opfer. Was ist hier für eine Waffe? Nicht gut genug, um mich zu schützen. Tja, die anderen Cops müssen wir auch alle nochmal erledigen. Aber dafür bleibt uns jetzt nicht keine Zeit mehr. Oh, Granate. Die haben sie davor nicht eingesetzt. Komm, jetzt stürmen wir hier nochmal rüber.
Ihr seid alle dran. Nicht gut. Komm schon. Das ist super.